Der Albo-Club, Folge 1. Paul, was wollen wir denn heute noch machen? Wollen wir heute noch zusammen ins Restaurant gehen? Ja, das können wir machen, Lilly. Na komm, wir gehen jetzt, Chef. Wo geht ihr denn hin? Wir gehen noch nur ein bisschen zum Essen. Eine Kleinigkeit bestellen schadet ja mal nicht. Bleibt nicht zu lange weg, falls ihr einen neuen Welpen bekommt. Machen wir. Viel Spaß, guten Appetit. Danke. Eine Frage, Blackie. Warum hast du dich eigentlich weggedreht? Wir wollen doch zusammen was machen, oder nicht? Wollen wir heute vielleicht einen Film noch anschauen? Ja, können wir machen. Blackie kam her und gehte zu Tim. Oh Mann, das wird ein lustiger Abend heute. Das glaube ich auch. Hallo Leute, schlechte Nachricht, wir haben einen neuen Welpen bekommen. Und wir wissen aber leider nicht, wo er ist. Kommt lieber her, Albo Club. Okay, das machen wir. Alle Albus setzten sich hin. So. Wisst ihr, um welchen Welpen es sich hier handelt? Um einen Geisterwelpen. Er ist abgehauen und er sollte eigentlich bei einem neuen Besitzer landen. Aber wir wissen einfach nicht, was mit ihm ist. Ob er überhaupt da ist. Wir müssen ihn wiederfinden. Albo Club, los! Albo Club, los! Alle Albus stellten sich nacheinander auf. Dann ging noch ganz zum Schluss auch der Anführer und dann entdeckten wir nach ein paar Meter auch den Welpen. Ich glaub's ja erst recht nicht. Da ist ja der Welpe. Hallo Leute! Na, wem sucht ihr denn? Wir suchen ganz genau dich. Ich bin Schwarzer Wolf. Du bist der Welpe? Den, wo wir vermitteln sollen. Dich können wir nicht vermitteln, du bist unvermittelbar. Ich bin ein Wolfswelpe. Oh oh. Es handelt sich hier um einen Wolf. Warum hast du dich... Ich kann mich unsichtbar machen, ja. Noch nie sowas gesehen, ne? Ich kann aber sowas. Okay, ab zum Pfotenclub. Los. Ich meinte ab zum Albo-Club. Wir müssen was besprechen. Kommt mal her. Ihr bleibt aber jetzt alle stehen. So, da ist der Chef. Da ist der Anführer. So, aber wir können auch den Welpen nicht vermitteln. Das ist ein Wolf. Ein Wolfswelpe. Ist klar, Leute. Aber das ist klar, dass wir ihn nicht vermitteln können. Was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir würden den Welpen am besten. Und was jetzt? Denn den Welpen kann uns Herr Vorderleide doch nicht stellen. Wenn er den sieht, dann schickt er sofort den Wolfsfänger her. Oh, das tut uns leid, aber du schwarzer Wolf. Und wurdest du von deiner Mutter verstoßen oder was ist passiert? Ja, ich wurde von meiner Mutter verstoßen. Nur weil ich mit roten Augen geboren bin, heißt es ja nicht, dass ich gefährlich aussehe wie ein Drache oder so. Was machst du jetzt? Au! Kannst du bitte damit aufhören, schwarzer Wolf? Wir sind mitten in meiner Besprechung. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, ich bin nun mal eben ein Wolf. Das machen Wölfe nun mal eben. Genauso wie wir Hunde wählen. Okay, nun ja. Und wie sollen wir jetzt diesen Hund, ich bin ein Wolf schon vergessen.
Oh ja, ich bin ja ein Wolf. Stimmt, du bist ja ein Wolf, aber. Leute, wir haben jetzt das größte Problem überhaupt. Also, entweder wir müssen den Wolf wieder freilassen. Okay. Haselnuss, bring ihn ein Halsband. In meinem Albo Club? Einmal im Albo Club? Immer im Albo Club. Mach's gut, kleiner Wolf. Danke. Ich meinte natürlich schwarzer Wolf. Los, lauf schon. Also, das war die erste Albo-Folge vom Albo Club. Mitgespielt hat der Ten, die Blackie, der Paul, die Lilly, der Lloyd. Und das war's mit der ersten Albo Club Folge.